Ja, hallo Leute, ich bin's wieder, das Snow Leopard 1234567 und heute habe ich mein erstes iMovie Review für euch. Und zwar heute mache ich ein Review über die Trailer-Funktion von dem neuen iMovie. Ja, ich habe hier schon mein iLife Unboxing, werde ich verwenden und ich klicke einfach mal auf das Plus, um ein neues Projekt zu erstellen. Habt ihr ganz normal die alten Projektthemen und jetzt neu die Trailer. Wenn ihr auf einen Trailer klickt, zum Beispiel den Abenteuer-Trailer hier, dann seht ihr schon eine kleine Vorschau des Trailers. Und ich würde sagen, wir nehmen den Trailer jetzt einfach mal. Passt zwar nicht sehr gut, aber ist ja nur für Testzwecke. Also gehen wir einfach auf Erstellen. Dann haben wir hier so ein Storyboard, also so eine Übersicht. Da können wir zuerst mal den Filmnamen ändern. Ich nenne den jetzt einfach mal YouTube Trailer Test. Test Trailer. Ist egal wie, Test Trailer, ja. Erschienen ist der am 1.10.2010. Dann in den Hauptrollen haben wir iLife 11. iLife 11. Dann können wir hier noch das Geschlecht auswählen. Dann haben wir hier noch das Studio, also gemäß des Snow Leopard Films. Dann könnt ihr noch ein Thema auswählen. Ich habe hier verschneite Berge und dann noch den Abspann. Dann habt ihr hier das Storyboard. Da könnt ihr einfach irgendwelche Filme, Clips einfügen. Dann klickt ihr einfach auf eine bestimmte Stelle. Der zeigt euch zum Beispiel jetzt wieder eine Action-Szene. Nehmen wir einfach mal hier das Unboxing. Ja, und ich melde mich dann gleich wieder, wenn ich Clips ausgewählt habe. So, jetzt habe ich hier alle Clips ausgewählt. Und dann fragt er, ob wir den Trailer ansehen wollen. Und natürlich wollen wir uns den ansehen. Natürlich hat das Thema jetzt nicht wirklich zum Trailer gepasst, aber egal. Also dann könnt ihr auch hier noch das ändern, was da im Trailer stehen soll. Und ich bin das Snow Leopard 1234567 und sage Tschüss.